Und damit herzlich willkommen zum weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Yaya Touré. Ich habe ziemlich reingelackt und habe den Untauschbar aus einem normalen Pack gezogen. Also nicht aus einem World Cup Hero 89er Pack oder irgendeinem anderen Pack, das da jetzt gerade so im Umlauf ist. Es war ein ganz normales Pack, irgendeine SBC. Auf jeden Fall untauschbar. Sehr, sehr nice. Nimmt man natürlich gerne mit. 1,88 groß, Mittel-Mittel-Arbeitsrate, starker Fuß rechts, hat 4,4. Auch sehr geil für einen Mittelfeldspieler. Also 4 Sterne schwacher Fuß, auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Noch dazu spielt er in der Premier League, damit hat man ohnehin sehr, sehr gute Linkmöglichkeiten. Und als Hero ist er ja ohnehin immer voller Chemie oder sollte er zumindest sein. ZM, ZOM und ZDM, auch da ist er variabel im Mittelfeld einsetzbar. Also den kann man gut in verschiedenste Formationen einbauen. Und ich habe auch schon einige Spiele mit ihm gemacht. Tormaschine ist er auf jeden Fall keine, aber defensiv werden wir uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen. Also bei mir ist er zumindest keine Tormaschine. Habe mir einen Shadow gegeben von Anfang an und bisher auch mit nichts anderem gespielt. Antritt geht auf 88, Sprinttempo geht auf 92. Damit ist er einigermaßen schnell, also eigentlich sehr schnell für die Körpergröße, die er auch hat, ist das schon sehr stabil. Und ich glaube, dass das eine Karte ist, die man noch länger spielen kann. Also ich würde mal sagen, bis zum wahrscheinlich Team of the Year, das irgendwann im Jänner oder Ende Jänner kommen wird, sowieso problemlos und wahrscheinlich auch darüber hinaus, weil es einfach eine stabile Karte hat, einen krassen Schuss, 86 Stellungsspiel, 82 Abschluss, 92 Schusskraft, 88 Weitschüsse, also krass in dem Sinne für eine Mittelfeldkarte. Wie gesagt, ich spiele ihn sehr defensiv, deswegen bin ich mit ihm noch gar nicht so viel zu Chancen gekommen, weil ich da jetzt auch nicht den Bedarf so darin sehe. Schauen wir mal, was geht. Vielleicht schaffen wir eine Vorlage dazu jetzt in den Spielen. Ich werde mich ein bisschen mehr auf ihn fokussieren. Auf jeden Fall ist das Passspiel sehr, sehr geil. 93 kurzer Pass, 88 langer Pass, 87 Effekt, 92 Übersicht. Das ist sehr, sehr stabil. 86 Freistoßpräzision, sogar die Flanken bei 76. Hat einen High-End-Average-Plus-Body-Type, 79 Beweglichkeit, 71 Balance, 89 Reaktion, 92 Ballkontrolle, 86 Dribbling und 88 Ruhe. Sind sehr, sehr gute Werte für so einen großen Spieler. Und die Defensivwerte mit 88 Abfangen, Kopfballpräzision geht auf 77. Das defensive Bewusstsein könnte ein bisschen höher sein, aber muss sagen, bisher hat es mich nicht gestört. 83 haben wir da, fairer Zweikampf geht auf 96 und die Grätschen auf 99. Dazu der 73 Sprungkraft, 96 Ausdauer, was natürlich sehr, sehr geil ist, weil auf einer Mittelfeldkarte braucht man so viel Ausdauer wie möglich und die hat er. 94 Stärke, 83 Aggressivität. Heldenprofil können wir uns anschauen. Absolute Manchester City Legende, 8 Saisonen dort gespielt, davor 3 Saisonen bei Barcelona, auch in Frankreich unterwegs gewesen und bei Olympiakos in Griechenland. Das waren so seine Stationen, wo er, glaube ich, am meisten für Furore gesorgt hat. Bei Olympiakos vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber Barcelona und Manchester City, absolute Maschine dort gewesen. Für die Elfenbeinküste 101 Spiele gemacht und bei den Spieleigenschaften haben wir den Distanzschützen, den Spielmacher und den Außenrissschuss. Wir spielen mit dem Team. Das ist das Team, mit dem ich auch schon Messi getestet habe. Da ist halt, wie gesagt, Tolisso so ein bisschen der Schlechtere drinnen, aber wir haben Optionen auf der Bank. Aber in dem Video soll es ohnehin um Yaya Touré gehen und den schauen wir uns jetzt genauer an. So, da ist er perfekt schon mal gestanden zum Ball abfangen. Die Beweglichkeit schauen wir uns nachher noch ein bisschen genauer an. So, Touré mal deinem Lauf da nach vor. Schade, der Pass war gut, habe ich schlecht gemacht vorhin. Ja, und da setzt er sich halt gut mit dem Körper durch. Jetzt können wir da mit ihm vielleicht was einleiten. Yes, nice. Also wer mein Messi-Video noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne an. Er hat gerade da in einem Weekend-League-Spiel wieder 3 Tore gemacht. Also der Typ ist absolut krass. Ja, da war dann gut da zum Aushelfen. Habe ich schlecht davor gemacht, aber der Pass kommt leider dann nicht bei mir an. So, der ist jetzt auch gut gestanden. Ja, schöner Pass von Touré eigentlich davor auf Messi. Ja, schöner Pass daraus auf einer Karte auch. Ja, sehr schön reingegangen von Touré auch. Super von Touré, sehr gut. Auch da wieder schön abgeblockt mit dem Körper. Steht er gut.
Das ist schön, schön aufgerückt, schön anspielbar dann gewesen. Ja, schön mit vorne gewesen, gestört, den Angriff verhindert damit. Gut, ich habe das Spiel jetzt gewonnen, war eine ziemlich knappe Partie, aber wie ihr seht, Touré war einer meiner Besten im Team, bis auf QL. Der hat halt die beiden Tor, also ein Tor und eine Vorlage gemacht, sagen wir es mal so. Aber er hat einen Zweikampf gewonnen, 96% Dribbling-Erfolgsquote und 88% Passgenauigkeit. Das ist schon sehr, sehr stabil für so einen defensiven Mann und wir gehen ins nächste Spiel. Ui, den hat er mal nicht bekommen. Kann man auch mal drin lassen, so eine Szene. Ja, dafür da jetzt sehr stabil wieder. Uiuiui, Touré, was war da los? Ah, Touré bekommt den Kopfball nicht, das ist wieder so eine Situation, wo ich nicht weiß, ob wer daran schuld ist, dass man den nicht bekommt oder ob der Gegner nochmal eine Nachspielzeitchance bekommen soll. Wieder schön anspielbar da gewesen. So, da haben wir ein bisschen mal seine Beweglichkeit. Naja, Beweglichkeit haben wir nicht wirklich gesehen, aber wie er sich halt bewegt, wie er sich verhält und da ist er schon wieder am Ball. Also er ist immer sehr gut anspielbar, aber er bleibt auch immer gut hinten. Ich versuche ihn da gerade nach vorn zu schicken. Gelingt mir leider nicht. So, da haben wir jetzt gesehen, schöne Ballbehandlung auch von ihm wieder. Also, weiß nicht, Beweglichkeit komme ich gut klar eigentlich. Aber schade, dass er den nicht erläuft. Das ist ein bisschen bitter da jetzt gewesen. Ah, super reingegangen mit dem vollen Körper. Ja, super Stellungsspiel. Schön abgefangen. Jupp, gut nach hinten mit in die Verteidigung reingegangen und das macht das sehr gut. Auch da schön der Antritt dorthin, macht das sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Sehr, sehr, der ist einfach der Chef da in der, im defensiven Mittelfeld, sehr, sehr stark. Messi, sehr nice. Sehr nice, die CPU von ihm ist da schön hineingelaufen und den Ball erobert. Gut, abschließendes Fazit mit Yaya Touré. Wir dürften irgendwo eine Vorlage dabei gehabt haben. Ich hoffe, ich habe euch die Szene hineingeschnitten. Ich hoffe, wir haben einige Szenen da jetzt überhaupt mit hineinbekommen, weil er hat jetzt gar nicht so viel zu tun. Ich stehe 4:1, also 4 Siege, eine Niederlage jetzt in der Weekend League gehabt und alles, was er gemacht hat, war großteils stabil, bis auf ein paar Szenen, die habe ich euch auch drinnen gelassen. Also es ist jetzt nicht alles immer toll, was er macht. Er ist jetzt nicht unfehlbar, sagen wir es mal so. Aber alles in allem eine sehr geile Karte, patrouilliert dieses defensive Mittelfeld sehr, sehr gut, ist da sehr aufmerksam, blockt sehr viel ab, ist sehr schnell eigentlich immer bei den Spielern dort. Auch seine CPU hat eine gute Intelligenz, würde ich sagen, also geht immer wieder gut rein. Das Passspiel passt auch sehr gut. Wie gesagt, zum Schießen komme ich mit ihm sehr selten, weil ich ihn sehr defensiv spiele und mit dieser Mittel-Mittel-Arbeitsrate geht er meiner Meinung nach auch nicht so weit nach vorne, dass man da jetzt in super geile Positionen kommt. Ich glaube, vor dem Patch wäre das vielleicht noch ein bisschen leichter gewesen mit den Traveller-Schüssen, dass man da mit L2 einfach den Schuss setzt, aber ich komme kaum in solche Positionen mit ihm zumindest. Also es geht schon noch, aber mit ihm bin ich meistens eher weiter hinten unterwegs und das macht er auf jeden Fall sehr gut. Ein kleiner Kritikpunkt ist wahrscheinlich die Beweglichkeit. Klar, wenn man jetzt einen Kanté dort spielt, ist man eine andere Beweglichkeit gewohnt. Das ist mit seiner Körpergröße halt nicht möglich, aber ich glaube, das ist irgendwie auch logisch. Aber ansonsten eine sehr, sehr geile Karte. Ist er jetzt unbedingt 2,3 Millionen wert oder ist es ein Spieler, den man unbedingt braucht? Ich glaube, dass es auch andere Spieler auf der Position gibt, die einen super Job machen werden. Aber er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Karte. 2,3 Millionen bezahlt man wahrscheinlich hauptsächlich, weil er halt eher selten ist und weil er halt eine absolute Ikone ist. Aber würde es den wahrscheinlich öfter am Markt geben, dann wäre er wahrscheinlich nicht so teuer. Das ist schon irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen eine künstliche Verknappung von seitens EA. Aber ich hatte das Glück und habe den untauschbar gezogen und ich bin mega happy mit ihm. Also er ist definitiv einer der besten Sechser, die ich dieses Jahr gespielt habe in FIFA. Und ein paar habe ich ja doch schon ausprobiert jetzt im Laufe der letzten Wochen und Monate. Also wie gesagt, alles in allem bin ich mit ihm super zufrieden.
Aber ob man jetzt unbedingt 2,3 Millionen für ihn bezahlen muss, weiß ich nicht. Ihr könnt sich wahrscheinlich auch, wenn man ordentlich reingrindet, so einen Patrick Vieira spielen. Ich glaube, der wird wahrscheinlich sogar nochmal eine Spur dann besser sein. Aber da muss man halt wirklich ordentlich viel reingrinden und sich 40 Token erspielen. Aber dann hat man wahrscheinlich mit Sicherheit eine Maschine, so wie Yaya Touré. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut gerne auch mal auf den Socials vorbei. Und dann sage ich danke nochmal fürs Zuschauen. Ciao, ciao.